Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Mond in der Nassau Edition. Ich habe gerade eine, zygale Zellkernform aufgesammelt und auf einmal ruft Sina an. Du hast bereits über 50% der Zellen und Kerne zusammengetragen. Es wird richtig spannend zu sehen, in welcher konkreten Form sich deine Anstrengungen manifestieren werden. Begib dich am besten gleich nach Ula Ula zur Ethermars auf Route 16. Es fehlt nicht mehr viel und du bist am Ziel. Au revoir. Okay, ja, gut zu wissen. Was ich aber eigentlich euch erstmal zeigen wollte, ist mein neues Team, was ich zusammengestellt habe, denn ich habe ein richtig krankes Team zusammengestellt. Erstmal haben wir ein neues Pokémon im Team namens Hazel, beziehungsweise das ist ein Pokémon, was wir von früher noch haben, was ich schon sehr, sehr früh gefangen habe, glaube ich. Und das war ein Zubat und jetzt habe ich es zu einem X-Bart weiterentwickelt und das ist Hazel jetzt. Level 69. Dann Dario, was mit dem ich ja die ganze Zeit die Liga-Rematches gemacht habe, um halt dann auch die entsprechenden MP zu farmen, ist jetzt auf Level 84. Dann Chaos Level 70, das ist übrigens ein Amigento jetzt. Richtig nice mit Feuertypen und Multiangriff, das auch jetzt vom Typen Feuer ist. Richtig nice. Also das steht zwar normal, aber es ist von Typen Feuer. Dann Sunshine aka Miltank auf Level 65. Santo aka das alte Schnäppke ist jetzt ein Firnontor auf Level 71. Ist naja sehr schwach an sich noch, vor allem in der Verteidigung. Dann haben wir noch unser Capucona, was jetzt auf Level 76 ist. Also wir haben ein sehr, sehr krasses Team, vor allem Dario ist jetzt auf einem sehr, sehr hohen Level, muss ich sagen, ja. Aber ich wusste halt nicht, wie ich das sonst alles machen sollte. Wie sollte ich denn mein Team besser jetzt trainieren? Ich meine, die waren sehr, sehr krass underlevelt, die paar waren noch auf Level 10. Die musste ich hochtrainieren. Und ja, da kann ich halt nicht mit einem Level 10 Pokémon da antreten, da muss ich jetzt schon mal Dario fallen lassen, um halt alles schnell zu machen. Es war halt die schnellste Methode, um da durchzukommen und ich hoffe, es ist jetzt mal nicht so schlimm, dass mein Dario jetzt so ein bisschen overlevelt ist. So, Top-Schutz. Aber somit kommen wir ein bisschen besser weiter, denn wir sollten ja im letzten Part, wir haben im letzten Part verkackt des Todes, das ist auch schon fast eine halbe Woche, glaube ich, her, der letzte Part. Weil ich habe echt 3-4 Tage oder so immer noch im Zug müssen, also auf dem Weg zur Schule war trainiert und dann immer noch zu Hause, als ich im Bett lag, ein bisschen trainiert. Ich habe das also ein bisschen schweifen lassen, ich habe nicht immer so Powertraining einen ganzen Tag lang gemacht, ich habe das über mehrere Tage lang verteilt. Oh, das ist noch eine zergarte Zellform. Und das ist halt echt, nicht halt anstrengend gewesen, würde ich sagen, aber es war schon ein bisschen nervig. Immer das rein, raus aus der fucking Pokémon-Liga. Und dann immer kurz bevor wir, bevor ich halt den Champ besiegen konnte, musste ich mich immer umbringen lassen. Ja, ich habe mich umbringen lassen in der Nachtstock, oh mein Gott, beim Training. Weil ich wollte ja nicht den scheiß Endgegner da gespoilert. Es gibt ja verschiedene Rematches noch. Und die wollte ich ja nicht gespoilert bekommen. Und ich glaube, wir können jetzt gar nicht kämpfen, oder? Kein Wunder, dass du mich zu einem Bild inspiriert hast, wenn du sogar alle Trainer hier ohne Mühen besiegt hast. Jetzt kannst du es bestimmt kaum erwarten, dich mit dem Captain Matsurika zu messen. Auf geht's, gib alles! Dann erwartet sich jetzt ein Kampf gegen mich und meine Pokémon. Wir kämpfen, ja. Los geht's, ohne Rücksicht auf Verluste. Captain Matsurika und ihre Pokémon nehmen für dich ihre ganze Kraft zusammen. Das Ding ist halt einfach, ich hab mich halt einfach immer killen lassen, weil ich wollte halt nicht mich spoilern lassen, wer da alles so mit was für Pokémon antritt. Und also als Champion Endfight, weil die, Rematches sind einfach nur auf einem höheren Level und die haben nichts mit irgendeinem neuen Pokémon zu tun, deswegen, naja. Auf jeden Fall, ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht zu krass overlevelt sind mit unserem Team. Aber ich habe mir da richtig viel Mühe gegeben. Okay, 61, 69, oh, das ist schon ein bisschen höher gelevelt. Und wir haben hier echt, Alter, wir haben mit Hazel den schlechtesten Start, den wir ever haben konnten. Okay, wir gehen auf unser Chaos los. Ich werde aber trotzdem wahrscheinlich mindestens noch ein Pokémon verlieren in der Nostalk. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Es kommen noch so viele krasse Fights. In dem Kampfbaum kommen noch Fights. Es kommen noch die Rematches, wie gesagt. Wo ich auch wahrscheinlich noch irgendwo was verkacken werde. Hundertprozentig. Dann, kommen noch die ganzen Fights gegen die Carpus, dann gibt es noch ein paar legendäre Pokémon, die wir fangen müssen. Es gibt auch so viele Sachen, die wir hier machen müssen in dem Spiel. Und, da ist natürlich klar, dass da auch mal was sterben wird, kann. Kann passieren, ja. Granbull, okay, da können wir jetzt wieder mit Hazel rein. Mit Hazel. Die gute Poké Hazel macht jetzt kein Pokémon mehr, aber Real Life Stuff und das macht sie relativ gut, meiner Meinung nach. Könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbeischauen, habe ich ja schon in einem Park gesagt, wo ich sie gefangen habe. Macht wie gesagt sehr, sehr gute Videos und unterhalten mich auch. So. Ich finde X-Bart allgemein relativ nice, deswegen. X-Bart ist ein sehr, sehr cutes Pokémon. Vor allem ein sehr, sehr schnelles Pokémon und. Tschüss! Seht ihr, der wäre unser erstes Pokémon fast schon weg gewesen! Was zur Hölle? Chill mal dein Leben. Ich muss mal kurz auf Dario wechseln, ey. Alter! Da wäre unser erstes Pokémon schon fast wieder weg gewesen! Es kann's doch nicht sein! Das kann's doch nicht sein. Ach du Scheiße, Mondgewalt.
Tschüss. Bundlebee. Okay. Ich wechsle mal auf Sunshine aus und guck mal, was wir da machen können. Alter. Das war jetzt gerade echt too much für mein Herzchen. Oh mein Gott. Okay, das ist das Teil gewesen. Da können wir mit dem Walzer rein. Ich hätte mal kurz den Walzer. Ich muss aber ganz kurz mein Ladekabel eben holen. Und ich hoffe, da passiert jetzt wieder... Oh, nein, wir sind im Walzer. Nein, ich mache immer die gleichen Scheißfehler. Nein, nein, das wird... Wir werden das... Oder, nee, wir sind nicht im Walzer gelockt. Nein, 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 wir sind nicht im Walzer gelockt. Okay. Okay, aber er wird nicht nochmal... Nein, das wird jetzt kein Crit landen. Ah, goddammit. Okay, aber wir... Warte mal, wir sind doch gelockt, was? Aber warum waren... Nein! Nein, als ob! Warum waren wir denn gerade nicht gelockt? Hä? Können wir das gerade mal erklären, was gerade passiert ist? Aber... Hä? Also sind wir doch in... Warum... Ich verstehe gerade nicht, was passiert ist. Wir gehen auf Chaos über. Okay, Sunshine ist jetzt nicht der größte Verlust. Sunshine war der größte Abfuck von allen Pokémon, die ich da trainiert habe. Deswegen, hey, so schlimm ist es jetzt nicht. Natürlich trotzdem immer noch schade. Aber nicht so krass schlimm, es fuckt mich trotzdem ab. Seht ihr, dann kriegen wir hier schon den ersten Verlust rein. Ekelhaft. Es wäre so ein Pokémon gewesen, wo wir immer schon drauf gehen konnten, um halt irgendwas abzufangen halt. Meiner Meinung nach. Um ein paar Attacken abzufangen, relativ stark sind. Deswegen, das wäre halt praktisch gewesen. Lamelux, was ist Lamelux? I don't know, ich habe einfach mal Dario mit rein. Shit, 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 shit. Alter, ich bin schon wieder abgefuckt des Todes, ey. Ich hab das Ding so lange trainiert und so eine Scheiße. Lamelux, okay. Eisstrahl. Ich glaube, dass auch keine Pflanzenattacke jetzt unser Dario besiegen könnte. Und oh... Ah, okay, dann müsst ihr keinen Trank einsetzen, ne? Oder Top-Genesung halt. Finde ich gut, dann hält sie nämlich jetzt nicht auf und dann können wir das Ding jetzt killen. Perfekt. Hat perfekt gepasst. Alter Schwede, ey. Tschüss. Knuddeluff. Was machen wir gegen Knuddeluff? Capucona. Ich würde sagen, ich mache einmal die Feenattacke, die einmal die Hälfte abzieht und dann Donner rein. Das sollte Knuddeluff. Oder reicht ein einziger Donner auch schon? Reicht ein einziger Donner auch schon, um das Knuddeluff rauszuhauen? Ja. Okay. Dann war's das für Knuddeluff. Oh, damn. Und das war's auch für Matsurika. Alter, der. Puh, die Feen. Der Feen-Captain. Oh Mann, das ging nach hinten los. Zuversicht alleine reicht wohl nicht. Aber immerhin war mir nicht langweilig. Deshalb kriegst du eine Belohnung. Tada! Silberkronkorken! Oh, wir kriegen einen Kronkorken. Das ist ja fürs V-Trainieren, soweit ich weiß. Am liebsten würde ich deine Kampfpose gleich in ein Porträt verwandeln. Vielleicht beim nächsten Mal, ja? Dann werde ich mich auf jeden Fall mehr zusammennehmen. Okay, und wir können jetzt zum Kampfbaum rüber, oder? Ist es so? Können wir jetzt dahin? Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, denn wir haben ja die ganzen Trainer hier besiegt und... Ist es der? Willkommen beim Kampfbaum, wo die Kämpfe in der Geschichte eingehen. Für immer verewigt eingeritzt in Holz. Oh, damn. Willkommen beim Kampfbaum. Das sind ja schon die Red und Blue. What the fuck? Lass mich raten, du bist Solo, oder? Ja. Na, siehst du es rot. Ich weiß eben Bescheid. Mein Name ist Blau. Und das ist Rot. Freut uns, deine Bekanntschaft zu machen. Du bist jetzt der Champ von Alola. Gratulation. Wir waren auch Champs, aber in Kanto. Na, hat schon was, so eine Begegnung unter Champs, ne? Meinst du nicht auch rot? Er sagt nichts, ey. So gesprächig wie immer, was? Ja, wie dem auch sei. Ich bin jedenfalls ein Trainer und wenn ich einen anderen starken Trainer sehe, dann will ich auch gegen ihn kämpfen. Das, ja, wird gut. Wirst schon sehen. Gegen wen von uns beiden willst du antreten? Goddammit, gegen wen von beiden will ich antreten? Ich würde das gerne in einzelnen Parts haben, weil ich die eigentlich gerne allein haben würde. Deswegen würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Und dann werde ich auch sehen, gegen wen ich von beiden als erstes antreten würde. Also heute gab es nur eine kleine Information um Matsurika und diesen Part.
den hier, also vielleicht gibt es dann auch noch heute den Part mit Blau und Rot. Deswegen lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Dann werden wir mal schauen, ob wir den Part gegen Blau und Rot heute noch machen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Und dann machen wir den Kampf gegen Blau oder Rot.